Herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute ist der 11.7.2020. Ich sehe nicht gut aus, ich weiß. Ich war duschen heute Morgen. Aber irgendwie sehen die Haare trotzdem strähnig aus. Zumindest zum Teil. Oder sie sind einfach so gut gewaschen, dass sie so glänzen. Aber irgendwie schauen sie fettig aus. Ich habe 38,5 Fieber, aber erst seit kurzem. Ich habe gerade Fieber gemessen und das festgestellt. Hab meine Augen tun mir seit 2 Stunden weh. Ich nehme nur noch schnell das Video auf. Lad's hoch und dreh dann ab. Es ist 20:10 Uhr. Irgendwie seit ich weiß, dass ich Fieber habe, fühle ich mich auch grippig. Ich weiß nicht, vielleicht eine Sommergrippe oder so. Hoffentlich nicht Corona. Mister, gestern, ich hatte da gestern schon Pickel und dann habe ich mir heute ausgedrückt. Jetzt sehe ich aus wie das letzte Einhorn, nur dass es nicht mittig ist. Naja, wird auch wieder weggehen. Heute war Sonja da. Wir haben getratscht, geraucht, Kaffee getrunken. Das Wetter war schlecht. Es hat den ganzen Tag geregnet bis vorhin. Jetzt hat es abgekühlt und es ist extrem kalt draußen und auch schon richtig dunkel für die Jahreszeit. Und es hat zwar kurz aufgehört zu regnen, aber es ist halt bewölkt und dunkel. Und das war den ganzen Tag nicht zum Rausgehen. Wir sind nur drinnen gesessen, haben uns gut unterhalten und es war ganz nett und sehr fröhlich. Ich war stimmungsmäßig, geht's mir so ganz okay. Etwas schwankend, aber relativ okay. Und auch besser als gestern. Gestern ist mir, glaube ich, das Gespräch von Kerstin noch ein bisschen nachgehängt und nachgehangen. Und der Anblick meiner Freundin. Bin schon sehr müde. Ich habe gestern wieder nicht gut geschlafen. Und musste heute um 9 aufstehen, weil eben die Volkshilfe gekommen ist. Und morgen kann ich ausschlafen. Auf das freue ich mich. Ich habe extreme Kreuzschmerzen. Ich pfeife ein bisschen beim Atmen. Es kann daran liegen, dass ich zu viel geraucht habe. Also normale Zigaretten. Natürlich. Aber das habe ich ja öfter. Das lässt jetzt nicht unbedingt auf Corona schließen. Ich war nur letztens mit Sonja im Traisenpark. Und das wäre zu kurz.
Das sind 3 Tage vielleicht. Wo, oder, vor 3 Tagen waren wir in Dresdenpark und die Inkubationszeit wäre so kurz. Also wird es eine normale Sommergrippe sein. Oder der Fiebermesser geht falsch. Meine Mutter hat mir jetzt ein Grippemittel gegeben, das das Fieber senken soll und gegen die Augen- und Kopfschmerzen helfen soll. Mir tut auch meine Hüfte weh, aber ich bin heute extrem schlecht gelegen. Meine Mutter hat mich in der Nacht zur Seite gedreht und ich konnte mich dann oberkörpermäßig zurückdrehen und hab die Füße so liegen lassen, weil ich den einen Fuß nicht über den anderen gebracht habe. Und das hat zu megamäßigen Hüftschmerzen geführt. Erst um 9, als sie mich aus dem Bett geholt hat, hat sie mich befreit. Ich wusste zwar, dass sie hier unten schläft, aber ich war mir nicht sicher, ob sie das Handy mit hat. Und ja, mehr gibt's eigentlich nicht. Sonst war der Tag eigentlich wie jeder andere und es ist auch für morgen nichts geplant. Und ja, dann war's das von mir. Ciao, liebe Grüße. Eure Ines.